Erstmal spiele ich Wasteland bis circa 17 Uhr, dann bin ich erstmal weg und dann komme ich später wieder. Ich bin jetzt noch nicht sicher, was ich heute Abend November, spiele. This is Ranger HQ. I have good news. It's a big improvement over the basic stuff we had before. One last thing. The Patriarch commissioned a sculptor to make a statue of Vargas outside our HQ. He's nearly done, but he'd like to know who we want to dedicate this statue to. Den gefallenen Ranger ehren. Good call, November. Making sure the Rangers know they'll be remembered if the worst comes to pass may boost camaraderie. I'll pass it along. Over and out. Crusader Kings ist angenehm zum Zugucken. Excel-Fan. Mr. Montimes here, with a happy tale of two cities. It's often difficult to get along with your neighbors, but idealism can make for strange bedfellows. In the heart of California lay a den of depravity and sin called Hollywood. The streets were rich. Hollywood. Mehr Tee. Kommt keiner uns begrüßen? Lebt hier keiner in dem Monsterbunker? Ich weiß, er wurde schon vor langem aufgegeben. Ich werde ihn mit meiner Ziege neu bevölkern. Und dieser stinkenden Socke als Verhütungsmittel. Ja, nur ein paar Maschinen. Die Socke hast du beim Joker damals auch nicht gebraucht. Ja, 5 AP ist genau das, was ich noch habe. Dum, 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 dum. So, das Ziel ist geschockt. Zwar 30% weniger Schaden mit der Waffe, aber dafür hat die eine Durchschlagskraft von 103. Wenn sie trifft.
Naja, plus 30% Schaden, aber weniger als gerade mit dem Hauptgewehr. Take him down. Dafür brauchst du 6 AP. Ach, man kann beim Ducken ja wirklich die Treffsicherheit erhöhen. Das steht jedenfalls im Text drin, habe ich nie darauf geachtet. Und gute Nacht, Sabrina. Sie ist ja gewohnt zu sterben. Immer die Lasertürme greifen das Hologramm an. Guten Tag, Libby, falls ich es noch nicht gesagt habe. Nein, du sollst auf das Feld gehen und dich looten. Ich bin irritiert. Sie war irgendwie sofort voll geheilt, aber ihre Leiste bleibt leer. Der medizinische Pfeil und der Verletzungskasten. Na, Dicker, wie geht's dir? Legst dich zu Papa? Mit dem Hund. Lauf, Klon und Ziege.
und der komische Typ, der nur, keine Ahnung, Latein kann. Gar nicht mal geladen. Mein Game freest immer, wenn ich im Gespräch eine Antwort geben will. Nein, hatte ich noch nicht. Ach Sabrina, du könntest alles entscheiden, wenn du nicht so kacke wärst. Und einfach einen Schuss bzw. einen weiterschießen könntest. Vom Feld her. Ah, jetzt hat Sabrina wieder eine Leiste. Die Bergziege und der Klon das kaputt machen. Toaster! Der sinnliche Toaster verklebt mit den Erzeugnissen enthusiastischer Nutzung, sieht das Ding aus wie eine Sexanleitung, außer dass alle Abbildungen explizite Zeichnungen eines Toasters sind. Da fällt mir ein, wir haben doch Wissensbücher eingesammelt zwischendurch wieder. Glückwunsch, du hast endlich dir selbst, deinen Freund und deiner beeindruckten Familie zugestanden, dass du ein Toasterliebhaber bist. Einer der herausragenden wenigen, die alle die Tugenden dieses bescheidenen Haushaltsgerätes verstehen. Aber nun, da du deine Liebe für dieses glänzende für diesen glänzenden Tempel der Hitze bestätigt hast, musst du diese Leidenschaft ausleben. Es kommt nicht darauf an, auf welcher Seite du deinen Toast mit Butter beschmierst, sondern dass du jede verfügbare Öffnung nutzt. Die meisten beschränken sich auf nur einen Schacht, aus Angst davor, dass was passieren könnte, wenn sie beide Gelegenheiten nutzen. Du solltest verstehen, dass beide Schächte gleichermaßen Vergnügen bereiten können. Es bedarf nur eines korrekten Umgangs. Daher empfehlen wir, dass du deinen ersten Abend des Vergnügens damit verbringst, die Öffnungen deines Toasters zu untersuchen. Ja, beide. Benutze welche Backwaren auch immer du bevorzugst. Schalte den Toaster an. Achte darauf, dass er ausreichend vorgewärmt ist. Dann führe dein Brot dem Toaster zu. Prüfe die Größe der Öffnung. Spüre, wie sie sich anfühlt. Kümmere dich nicht um die Größe deiner Brotscheiben. Wenn sie sorgfältig eingeführt werden, wird der Toaster deine Scheiben fest ergreifen, egal wie ihr Umfang ist. Es ist möglich, diesen Spaß zu haben, egal ob du mit einem Bagel gesegnet bist, einem Brötchen, einem Crumpet oder einem ausgewachsenen französischen Baguette. Achte nur darauf, dir Zeit zu lassen. Widme deine Aufmerksamkeit jedem Augenblick und jedem Detail der Erfahrung. Ein erstes Mal wirst du nie wieder haben. Sehr schön. Haben Entscheidungsspiel, wirkst du gravierende auf. Ja, haben sie.
Dementsprechend, wie du spielst, werden auch Missionen bei dir nicht kommen, die andere haben. Weil du manchmal Fraktionen vernichtest, die eigentlich später Missionen hätten. Es gibt keinen... Ich glaube, es gibt keinen optimalen Weg. Irgendjemand wird dich so oder so hassen sonst. Hier läuft doch diese hässliche Monstermusik. Ja, aber es hat noch immer so ein paar kleinere Fehler, wie zum Beispiel, dass mein dämlicher Verbandskasten bei der Ausrüstung rausfällt. Ob du ein fetter Sägehund bist. Schnell. Ich wollte die Panzerung direkt beschädigen. Thanks for the assist, Haas. Take him down. Ach, sehr schön, wir haben verkrüppelt. Da macht er schon weniger Schaden mit seinen gefährlichen Klingen. Ich glaube, den kriege ich direkt in der ersten Runde platt. Another one bites the dust. Laserschranken. Wahrscheinlich ist der Strom für die Laserschranken. Ja, stimmt. 4 Schalter und alle 4 müssen aktiviert werden, damit die 4 Laserschranken wegfallen. Na toll. Fällt mir ein, ich muss die ja auch noch verarzten. Damit die Permanentverletzung weggeht. Nein, du kannst die Bombe nicht entschärfen. Das muss Sander machen.
Der Mann mit der... Nee, die Frau mit der Schweinemaske. Experimentelles Dead-Eye-C-Fernrohr. Geh mal hier durch, Sander. Konnte man nicht entschärfen. Aber Sander hat die beste Panzerung. Normal ist der NPC die Falle nicht auslöst. Gott sei Dank. Vielleicht dass meine Leute, wenn die mal ein bisschen doof laufen, die Falle auslösen. Wäre ja richtig schrecklich, wenn die Ziege irgendwo reinlaufen würde und das eine Falle auslöst. Darf ich die nicht entschärfen? Ist dein Sprengstoff zu niedrig? Und das funktioniert nicht. Moment, dann gehen wir den seitlichen Weg. Komm mal her, Anführer der Gruppe. Zeit, den Safe zu knacken. Elektrohelm. Stößt eine Explosion von elektrischer Energie um den Träger herum aus. Verursacht geschockt, aber verringert die Trefferchance um 15%. Und ich habe ja keinen Nahkämpfer in dem Sinne. Jetzt plus 10% Trefferchance mit Scharfschützengewehren, wenn du dich eine Runde lang nicht bewegst. Das kriege ich hin. Ja. Dann schicken wir Sander wieder durch die Mine.
Dark die Frage musst du nochmal schreiben, so dass sie jeder verstehen kann. Und XP, wie viel man bekommt, unterscheidet sich von der Intelligenz der einzelnen Charaktere. Alles klar. Aber durch die Wand schießen. Extra nicht näher rangegangen, was sind genau das. Das sind halt Bombenhüpfer. Ich dachte, ich wäre weit genug weg so. Aber auch. Die haben versucht, meine Ziegel zu sprengen. Und meinen Klon. Haben aber beide überlebt. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt, ist etwas, womit die ganze Gruppe heilen kann. Also auf einmal. That'll do nicely. Thanks. Irgendwie sowas wie, ja, lass uns rasten. Da gibt es aber nur diese Events auf der Weltkarte, wo du dann die Möglichkeit hast, die mal kurz rasten zu lassen.
Da war ja noch was versteckt. So, where would you shoot a bear if it was coming for you? I wouldn't. Ah. I'd run. Really? No fancy trick shot or weak spot? Takes more than pistols to stop a grizzly. Jetzt sollten alle Laserbarrieren aus sein. Dann kommt der super Bunker-Verteidiger-Typ. Oh, Entschuldigung. Ich versuche auch gerade keinen Koffein zu trinken. Nein, man muss den Vorgänger nicht gespielt haben. Ich dachte, da klebt Tom Cruise an der Seite.